So, meine lieben Erbauer und Erbauerinnen. Wobei, haben wir Erbauerinnen gerade dabei? Nee, ich glaube nicht. Aber trotzdem auch willkommen hier wieder zurück, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, zu Super Mario Maker 2 Community Level Showcase. Wir haben heute, wenn ich das so richtig sehe, eine große Vielfalt, viele neue alte, kann man jetzt schon sagen, also sie sind nicht mehr neu, und wir haben halt auch viele alte dabei. Ich denke einfach, es ist eine gute Mischung und ich bin mal neugierig, was uns jetzt erwartet. Insofern legen wir direkt los mit dem ersten Level. Das Katzenlevel von Jack2500. Das klingt nach Super Mario 3D World, ja. Ich hatte recht. Ich hab die Ameise getötet. Ach komm. Komm ich denn da so hoch? Nee, ne? Ich komme so hoch. Soll ich da hochkommen? Okay. Ah, ich hätte es beinahe geschafft. Na, egal. Oh, Mann. Da komme ich auch nicht lang, weil ich keine Katze habe. Ich brauche eine Katze. Yay, hier komme ich gar nicht weiter. Ui. Now I have a little problem. Okay. Also ein bisschen mehr Mitgefühl würde ich schon erwarten hier, was das Level angeht. Ah, ufa. Ich hab's geschafft. Ich hoffe mal, dass da unten nichts ist. Mist, da komme ich gar nicht hoch. Die ganzen Beachmäuse. Hui. Hier muss man echt aufpassen. Wenn man hier was falsch macht, dann hat man echt gelitten. Ja, super. Und hier dann noch... Wow. Reinkommen ist auch fies. Wir warten, wir haben Geduld, wir haben Geduld, wir haben Geduld. Wir haben alle Zeit der Welt. Ah, diese Wolken sind unsynchron. Ich glaube nicht, dass ich da hoch muss. Hätte ich vorher auch mal gucken können. So, den Baum lassen wir erstmal. So. Die Frage ist, sind diese Münzen relevant? Warum ist da eine... Maus. Ah! Okay. Mit viel Glück kann ich das retten. Ich
mit ganz viel Glück. Weil er hier nämlich dann eine Katze reingetan hat. Oh, danke. Uff. Aber meine ehrliche Meinung ist, wenn hier in dem Augenblick so eine Katze verwendet wird, dann sollte man die auch ein bisschen häufiger verteilen. Ach du... Okay, bisher lebe ich noch. Bis hierhin ist alles super. Ah, jetzt bin ich hier oben, okay. Wenn ich jetzt nochmal die Katze brauche, das wäre doof. Und ich habe irgendwo eine Münze übersehen. Nicht dein Ernst. So, jetzt sind wir hier wieder. In der Hoffnung, dass wir jetzt keinen Fehler machen. Also, die letzte Münze, die jetzt hier ist, die hier so richtig schön versteckt ist, die ist ganz ehrlich meines Erachtens nach nicht richtig. Weil hier ist nicht ein Hinweis. Und das ist etwas, was wirklich einfach No-Go ist. Also, die irgendwo im Level zu verstecken, ohne Hinweise, finde ich persönlich nicht gerade optimal. Aber okay. Ansonsten ist es kein schlechtes Level. Wie gesagt, ein bisschen mehr den Katzenanzug dazu packen. So ist das gerade die letzte Münze nicht wirklich, ich sag mal, in einem Level gerechtfertigt, was eigentlich soweit ganz in Ordnung ist. Nächstes Level. Kaizofan für Kuro von Ede. Ja, ich habe mich jetzt herabgehen lassen und sage jetzt, okay, gut, ich mache es. Ich probiere es. Er hatte ja geschrieben, es ist ein knackiges, aber machbares Kaizo-Level. Tja. Ich würde sagen, keins für mich, aber ihr wolltet es, also kriegt ihr es. We'll be right back.
Wie ihr also sehen könnt, so welche Level hier einzusenden, bringt nichts. Ja, hierfür fehlt mir einfach die Fähigkeit, der Skill oder die Übung. Auch gerade ein normaler Shelljump könnte noch funktionieren. Bloß jetzt einen Shelljump mitten im Flug zu machen, ist für mich einfach wirklich noch komplett jenseits von Gut und Böse. Es hat ab und zu mal geklappt, aber das war's dann auch, ne? Ja, ihr hattet jedenfalls auch euer Vorspulen, ihr habt es gesehen, ihr könnt es euch dann selber ausrechnen, wie lange das jetzt war, wie oft ich das probiert habe. Wir gehen weiter zum nächsten Level. Wüstentempel Morty, rote Münze von Michi 2308. Okay. Da ist Wind. Das hat dann gemacht. So, die Frage ist, kommt der Wind jetzt nur von einer Richtung? Ja, er kommt nur von einer Richtung, okay. Oh, jetzt ernsthaft? Komm. Die 30er, die nehmen wir. Da ist eine Tür. Yay, es gibt noch einen Pilz. Hier ist ein Mario. Ah, okay, gut. Ich dachte, hier wäre ich jetzt am Hintern. Ich hasse Wind. Okay, noch mehr hasse ich Kaizo-Level. Also, wirklich Hardcore-Kaizo-Level. Also Level an sich sind ja echt eine lustige Sache. Moment, hoch, runter. Oha. Hier oben was? Könnte man fast vermuten. Dann lassen wir uns mal schieben. Warum nur Pilze? Warum nur Pilze? Ich bin eine Feuerblume. Yay, danke. Danke für den... Gib mir was Nützliches. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Muss jetzt hier den Weg rausfinden. Rote Münzen können es ja nicht mehr sein. Natürlich, Droh, natürlich. Ah, eine Feuerblume. I'm in love with a fire flower. Okay, wie komme ich da hin? Wir haben jetzt irgendwas geändert, aber ich weiß nicht was. Oh, scheinbar müssen wir da lang. Vorsichtig, Tro. Vorsichtig. Ich hoffe, ich muss da lang. Aber da kann ich ja gar nicht lang. Da brauche ich ja so ein Mega. Mega, mega, mega. Oder ein Pi. Pi. Stands for Power. Hä? Ah. Okay. Oh nice, heißt verstanden. Okay, das ist gemein. Ah, weg, weg, weg. Weg! Warum duckst du dich? Ich bin nicht mehr ansatzweise auf Ducken gekommen.
Drecksteil. Oh, Checkpoint, yay. Okay, was haben wir jetzt? Ah, eine Feuerblume, danke. Krass. Wenn wir nur so ein ganz kleines bisschen gegenkommen und dann macht er das schon. Ah, erstmal hier runter. Oh, oh. Und dann auch noch mit einem Phantom. Bin ich falsch. Also hier muss ich hoch. Okay. Okay, den muss ich erstmal einsammeln. Nein. Wir warten. Yes. Vorsichtig hier runter. Wo lang? Da ist eine Tür. Haben wir hier? Haben wir eine Feuerblume. Feuerblume ist echt hilfreich. Ah, da ist der Schalter. Hab ich ein Schwein. Hab ich ein Schwein. Gehen wir jetzt vorsichtig runter. Oh. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas kopfüber. Ich glaube, deswegen macht er das auch. Oh nein. Halt, ich kann ja hier einfach runter. Okay. Wow. Okay, ich bin hier durch. Ach, das ist eine 30er, die will ich nicht. Was brauche ich denn da? Ah, schön, hier ist ein Boss. Okay. Komm, komm, komm. Ja. Durch da. Oh, ich hätte die Feuerblume noch holen sollen. Ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Ich bin gut, ich bin gut. Ist mir egal. Ist mir egal. Oh. Leute, mit was für Horrorleveln kommt ihr denn heute? Oh, kriegt euch eine Krise. Boah. Kann ich auch kein Herz geben, das war kopfüber. Aber ich habe den Rekord wie auch immer. Oh, Michi. Oh. Wäre es nicht kopfüber gewesen, hätte ich wahrscheinlich eher ein Herz gegeben. Aber so, nee. Oh. Das ist eklig, eklig, eklig. Nee, nee. Oh. Allein dann auch mit der Steuerung und so weiter. Also Respekt wirklich an jeden, der es jetzt schafft, den Rekord zu holen. Wirklich an jeden. Nächstes Level. Sandstorm in the Ranel Desert von Julian436. Meine Hoffnung auf ein Link-Level. Nein! Es ist ja wieder so, ne? Es ist wieder ein... Es musste ja sein, ne? Es musste wieder Wind sein, ne? Es ist... Ja... Natürlich muss das ein Windlevel sein. Okay. Jetzt lass mich doch mal hier hoch. Ach komm. Ernsthaft? Nie, ne? Oh. Komm.
Ja, ich habe den Schlüssel. Wofür ich den Schlüssel auch immer brauche. So. Abzüge gibt's in dem Level hier wegen dem Wind. Punkt. Oh, bald gibt's ja gar keine Level, die du mehr magst. Kann vielleicht sein. Wo ist hier der Schalter? Ich hab echt getroffen. Ich hätte es jetzt niemals gedacht. Bitte lass mich jetzt einfach in einen Dungeon rein, wo kein Wind ist. Nein, natürlich. Danke. Ne, hier warte ich. Wie Speed. Na komm. Na. Oh. Okay, komm, jetzt kommst du raus und dann bam, yes. Okay, den haben wir. Ah. Wind. Wind, der Wind, das himmlische Kind. Ein Checkpoint, danke. Er hat ein Herz. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt brauche ich... Nein, ich brauche nicht den Wind, ne? Doch, ich brauche den Wind wahrscheinlich. Okay, ich habe hier anscheinend irgendwas übersehen. Wow. Ja, danke. Der Schlüssel war ich gerade mein Lieblingsversteck. Okay, jetzt brauche ich nochmal einen Checkpoint. Ich kann auch warten, ich habe Geduld. Ach, da oben. Egal, den lassen wir. Oh, danke für den Checkpoint. Danke. Guck mal, es geht in eine andere Ebene. Und es ist richtig rum. Nicht auf dem Kopf. Oh, ich dachte jetzt gerade echt, ich wäre auf dem Kopf. Was hast du denn jetzt vor mit mir? Ist jetzt nicht dein... Das ist nicht dein Ernst, ne? Du weißt schon, das ist, halt, warte mal, kommt man damit da ran? Ich muss einfach mal testen. Okay. Jetzt wird es wieder ein bisschen Metroidvania-mäßig. Hallo. Danke. Wenn ich jetzt jedes Mal hier wieder runter muss, ne, dann ist aber hier Polen offen da. Könnte ich ja jetzt durch, bitte? Ja. Muss hier wieder mit verschiedensten Sachen lang, ne? Dann versuche ich es mit Link. So. Oh, danke, ich muss nicht mit Link lang. Nicht nochmal mit der Blume hoch.
Weil eigentlich ist die Blume ja gar nicht schlecht. Wir warten, wir warten, wir warten. Yes! Yes! I'm alive! Okay, hier hätte ich eh wieder Link gebraucht, gut. Wieso sehe ich da jetzt schon wieder eine Schlüsseltür? Oh nein, 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 nein! Oh. Willst mich doch auf den Arm nehmen, oder? Ist doch noch sowas hier. Komm. Danke. Ey, warum bist du jetzt nicht gesprungen? Blöder Link. Ja, wo ist hier die Tür? Bin ich blind? Ah. Ah, das könnte der in der B-Note ein paar Abzüge geben von der Endlos-Herausforderung. Hättest du vielleicht mit noch irgendwas anderem markieren können. Beispielsweise mit einer Münze oder sowas. Da ist hundertprozentig ein Geheimgang. Okay, da ist hundertprozentig nicht mal mehr die Spitze. Bis auf den Wind war es eigentlich vollkommen in Ordnung, Level. Also da kann ich schon eher mal das erste Like heute geben. Und auch noch einen Rekord. Wow, heute habe ich einen Rekordstreak. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Letztes Level. Welt 1-3 Larry's Icecrack Tower von Shadow 14F. Ist das bitte ein normales Level? Es sieht aus wie ein normales Level. Ist das ein normales Level? Komm, hundertprozentig steigt die Lava. Nein, die Lava steigt nicht. Okay. Hopp. Yay. I'm so happy. Ein normales Level. Unter normalen Bedingungen. Das ist jetzt hier eine Reset-Tür. Wofür? Ah. Komm. Ah, nein. Nein. Danke. Meine interessante Mechanik, wenn ich das... Oh, war ja. Hier kann man sich aber softlocken, möchte ich nur ganz kurz anmerken, oder? Ich guck mal. Ja, hier hätte man sich softlocken können. Das ist aber nicht sehr gut durchdacht. Ach. Was ich vorhabe? Bin ich, ne? Werdet ihr aber gleich sehen. Mist, hat nicht geholfen. Ich dachte, das wäre vielleicht was Nützliches da.
Wartet mal. Oh. Okay. Das war doof von mir. Okay. Das kann auch übrigens böse enden in einem gewissen... Ja, ich, ja doch, hier dann schon in einen Softlock, weil man ja nicht resetten kann. Wenn man nämlich hochspringt und dann runter und dann... Ne? Wow. Ich hab's geschafft, wie auch immer. Checkpoint. Boah, das ist gemein. Das ist gemein. Das ist gemein. Wenn man da rein... What? Es ist ein Checkpoint für... Okay. Och, komm. Nicht dein Ernst. Seriously? Ist halt nicht mal mehr ein Pilz, ne? Halt, wartet. Hätte ich vorher vielleicht drauf achten sollen. So. Punkt Nummer 1. Der hier ist erstmal ganz böse. So. Jetzt hätte ich gerne eine normale Bombe. Oh. Das mache ich anders. Ach komm. Boah. Hier muss man echt Glück haben mit den Bomben. Ja, ich habe ihn raus. Hey. Mal ruhig da. Boah. Ich bin. Er ist weg. Einmal Glück gehabt mit der Bombe und dann hat es funktioniert, ey. Wow. Komm, hier ein Leben. Warum ist hier kein Leben? Warum machst du das, wenn hier nichts ist? Mann. Vielleicht ist hinter irgendwas. Naja. Also, von den ganzen Leveln, die heute da waren, würde ich sagen, war es das Level, was zwar noch ein bisschen durchdacht werden muss, weil es da halt Softlocks gibt. Ja, die gibt es da definitiv. Das kann zu einem entsprechenden Frustrationsfaktor führen. Muss ich aber sagen, dass das heute von den Leveln her für mich persönlich vom spielerischen her das Beste war. Vom spielerischen her. Vom optischen her würde ich sagen, war es ja, ein anderes. Aber dazu jetzt gleich mehr. So, da sind wir jetzt am Ende angekommen und ja, wie ich gerade schon sagte, also spielerisch hat mir das Level von den Mechaniken her von Shadow 14F am besten gefallen mit Larry's Icecrack Tower. Optisch fand ich jetzt das Sandstorm im Ranel Desert und Wüstentempel Morty einmal von Julian436 und einmal von Michi2308. Nicht schlecht. Das von Jack, da war halt nicht ganz ausgewogen, sage ich jetzt mal. Das war so ein bisschen mehr Katze, dann nicht dieses Versteckspiel mit den Münzen. Wenn, dann sollte man das auch ein bisschen andeuten. Und ja, das war dann halt sehr offen und gab halt zu viele Möglichkeiten. Und ja, heute für mich, sage ich jetzt mal, eine persönliche Enttäuschung war dann halt das Level von Ede mit Kaizofan. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal eure Favoriten gerne in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trocher rein. Tschüss.